Herzlich willkommen zu meiner neuen Interviewreihe. Ich treffe mich mit Persönlichkeiten des aktuellen Zeitgeschehens. Und heute, zur ersten Folge, habe ich mir den Schneider, Künstler und Modemacher Harald Glöckler eingeladen. Herr Glöckler, wie ist die Lage? Schönen guten Abend, Herr Hitler. Ich freue mich unglaublich, hier zu sein und mal mit so hochkarätigen Persönlichkeiten wie Sie an einem Tisch zu sitzen, sag ich mal. Ne? Erste Frage. Sie machen Mode. Mode für Mollige. Also für fette Schnecken sozusagen. Warum? Also ich habe ja noch nie gefunden, dass eine 38, dass das ein Unterschied ist zu einer 48. In Bayern gibt es eine ganz schöne Bezeichnung für, da nennt man die Frauen Drall. Und ich finde, das ist charmant und sexy und das hat nichts mit Fett zu tun, ja? Das ist meine Meinung. Eine dicke Frau, das ist ein Gehsteigpanzer, mehr nicht. Zweite Frage. Ich hatte mal eine Hündin. Blondie. Ein wundervolles Tier. Sie haben diesen Nuttenfifi, Billy King. Wie kam es zu Kauf des völlig degenerierten Tieres? Ja, wissen Sie, meine Seele hat schon immer nach einem Hund, nach einem Tier verlangt, meine Seele. Und dann hat der Herr Schroth... Herr Schroth? Ne? Ja, mein Lebenspartner, der Herr Schroth. Ja? Lebensgefährte? Pfui Deibel, sind Sie so ein Poposchlumpf, ein Arschpirat, ein Rosettenfürst, oral? Ja, wissen Sie, und ich habe mit dem Herrn Schroth, habe ich 20 Jahre diskutiert und seine Familie, die wollten keine Tiere. Der kleine Junge durfte nie einen Hund haben, der durfte keine Tiere haben, ist er nicht mit groß geworden, ja? Und dann am Anfang habe ich gedacht, Mensch, was kann passieren? Vielleicht ist der Herr Schroth, vielleicht wird er sauer, ist er unsicher mit dem Tier, aber dann ist er, als er ihn gesehen hat, unser Billy King ist ja ein Papillon, die spanischen Könige haben schon solche Hunde gehabt, sage ich Ihnen. Und als er dann gesehen hat, dann gab es gleich Küsschen, ein großes Hallo. Und dann waren die besten Freunde. So ist es immer noch, ja. Wissen Sie, ich glaube, der Hund wurde vielleicht vom Himmel geschickt. Ja, vielleicht hat meine Mutter den Hund geschickt. Das ist ein Geschenk des Himmels, ein Engel, ja. Ja, eine sehr interessante Geschichte, Herr Glöckler. Sehr interessant. Dritte Frage. Wer sind eigentlich Ihre Vorbilder? Wissen Sie, meine Vorbilder sind ganz klar, das sind die großen Frauen, die Diven, Marlene Dietrich, Greta Garbo oder Louis XIV, der Sonnenkönig, auch eine ganz große. Gott sei Dank kommt jetzt die letzte Frage, Herr Glöckler, ja? Sie sind auf dem Land aufgewachsen, ja? Und jetzt wohnen Sie mit Frau und Fifi in Berlin. Wie kam es zu der Entscheidung? Wissen Sie, als Künstler muss man dahin, wo das Leben pulsiert, ja? Und wenn man internationales Business macht, wie ich das mache, ja? Da muss man gucken, dass man da ist, wo es auch passiert, das Business. Ne? Außerdem ist Berlin eine inspirierende Stadt. Ich weiß gar nicht, was dagegen spricht. Berlin ist wunderbar, ich fühle mich hier wohl. Also bin ich hier. Ne? Da haben Sie ja einiges von mir lernen können. Herr Glöckler, Sie können abtreten. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, liebe Zuschauer. Nächste Woche, wenn es wieder heißt, Adolf Hitler interviewt große Persönlichkeiten des aktuellen Zeitgeschehens. Nächstes Mal sehen Sie hier auf diesem Stuhl ein richtig deutsches, blondes Mädel. Olivia Jones ist bei uns. Ich sage auf Wiedersehen, tschüss, Servus und Baba. Bis bald, euer Hitler. Hey, ihr habt doch bestimmt das Video gerade gesehen. Und hier lang gibt's noch mehr von diesem Adolf Hitler. 99 Luftballons. Und da lang geht's zur letzten Folge Onkel Bernies Butze mit Cape Hall. Und hier oben kann man abonnieren.